Ja, guten Morgen oder guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Hier geht es um die Ahnen quasi, um Loslösen von alten Mustern. Das hört sich wahrscheinlich jetzt im ersten Moment nicht so an, aber für mich zum Beispiel ist die Walnuss hat die einen ganz bestimmte, also einen ziemlich großen Stellenwert im Leben, weil ich habe eben so gedacht und es wurde bestätigt, ohne diese Nuss hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Und zwar, mein Opa, der hatte nach dem Krieg eine alte Scheune umgebaut. Ich weiß nicht, ob der jetzt Abfindung bekommen hat, so als Spätheimkehrer. Ich habe da einfach zu wenig Ahnung. Aber sagen wir so, die Oma hat immer gesagt, sie hat zwei Inflationen hinter sich und die dritte war dann mit dem Euro. Ja, es geht aber hier nicht um die Walnuss, die hier wahrscheinlich sowieso dauernd unscharf ist. Ja, es geht um die Wege, die die Menschen nach dem Krieg einfach gegangen sind. Also wer den Kanal verfolgt, der hat mitbekommen, dass ich das mit den Kräutern von der Oma hatte. Und wir haben halt auch von der Oma, vom Opa gelernt, dieses Bodenständige, ne? Also dieses: Wir brauchen unbedingt Geld, Geld, Geld. Weil das Geld brauchen wir zum Überleben. Das ist bei mir bis heute leider so. Also ich habe nicht so viel, dass ich sagen kann, ich kann gut leben. Also für mich gehört gut leben, dass ich auch mal irgendwie wegfahren kann, dass ich mir ein Auto leisten kann. Das gehört für mich zum gut leben. Ich überlebe, aber es ist halt nicht das Gutleben, was ich mir eigentlich für mich schon mein Leben lang gewünscht habe. Aber trotz alledem versuche ich auch jetzt mit dem Garten von diesem, ich brauche Geld, wegzukommen. Das war mit ein Grund, warum ich diesen Garten mir ans Bein gebunden habe. Sag ich jetzt mal, weil viele sagen, wieso tust du dir das an? Wieso machst du dir so viel Arbeit? Ja, weil ich noch immer vom Garten leben kann. Es ist ja jetzt September, Ende September, und ich habe ja den ziemlich spät bekommen, den Garten, und dementsprechend habe ich immer noch Sachen, die ich ernten kann. Also wir haben jetzt eine Wassermelone aus dem Gewächshaus gegessen. Die war super, super lecker. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, im Zimmer weiß ich nicht, ob es funktioniert, also in der Wohnung, aber wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, einen wärmeren Raum zu schaffen für Melone, hey, macht ganz viele Melonen. Die schmecken echt super, super anders, wie wenn man sie kauft. Also ich habe wirklich nur das ganz Dunkle außenrum weggemacht und konnte das echt essen, auch das Grüne. Das war so lecker. Aber auch da sind wir nicht dabei, sondern es geht darum, sich zu lösen von diesem Geld. Weil ich stelle die Prognose auf, dass es bald wieder einen Crash geben wird. Und was hilft das ganze Geld, wenn es nichts mehr wert ist? Und deswegen baut euch was anderes auf. Löst euch, also versucht euch vom Geld zu lösen. Das ist ja auch nur ein Rat, also. Aber darum geht es einfach, von alten Strukturen sich zu lösen, von alten Denken. Weil es ist viel Gutes dabei gewesen, was wir erlernt haben. Aber leider halt auch wirklich vieles, was aus diesem Mangel entstanden ist, den es einfach im frühen 19. Jahrhundert gab.
Ja, da ich jetzt nochmal beim frühen 19. Jahrhundert bin, es war auch im frühen 19. Jahrhundert noch so, dass es Menschen gab, die sich mit Kräutern ausgekannt haben, weil der Doktor einfach mit dem Fahrrad nicht schnell genug da war. Und auch da ist es vielleicht gut, umzudenken, weil, wie hat der Kneipp schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob er Doktor, Professor war, aber es war auf jeden Fall ein sehr schlauer Mensch. Gegen jedes Kraut, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen und sogar gegen Krebs. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss!